Jedes Dorf hat seine Kirche. 2000 Jahre Christentumsgeschichte haben unsere Gesellschaft geprägt. Kulturell, in Traditionen oder auch einfach in der Sprache. Auch die Reformation hat 500 Jahre lang uns geprägt und vor allem uns als Protestanten. In Liturgie, in Chorälen, in der Bibel. Was für ein Geschenk. Luther, Melanchthon und Co. haben uns gezeigt, dass wir selbst nachdenken müssen und nicht nur einfach das nachplappern sollen, was uns vorgehalten wird. Kluge Sätze haben sie gesagt, aber auf denen dürfen wir uns heute nicht ausruhen, sondern wir müssen selbst nachdenken und wir müssen selbst anfangen, das zu reformieren, was uns nicht passt. Luther hat den Menschen zum Beispiel aufs Maul geschaut, damit er weiß, was er ihnen predigen soll. Aber wo tun wir das eigentlich heute noch? Wo bringen wir uns ein? Wo bringen wir uns in Gesellschaft, in Politik oder in den Medien ein? Vor allem auch mit unserem Glauben. Reformation muss auch in unserer Zeit weitergehen. Und gerade wir als junge Generation sind dazu verpflichtet. Reformation beginnt schon dann, wenn wir einfach da sind, wenn wir uns einbringen, wenn wir mitdiskutieren und wenn wir Gottes Liebe im Alltag leben. Was ist dir wichtig? Was würdest du gern verändern? Was möchtest du reformieren? Schreib's uns einfach in die Kommentare.